Er moderiert die Sendung Vivasion bei Viva. Er hat Hits gelandet, unter anderem Birdie Birdie Folks und das Bett im Kornfeld. Und natürlich im letzten Jahr, hier kommt die Maus. Herzlich willkommen, Stefan Raab. Das ist ja unglaublich. Ja, das sind zwei Neufundländer. Neufundländer. Ja, die sind sieben Monate jetzt. Ja, und die leben wirklich bei dir? Das in der Mitte bin ich übrigens. Ja. Die sind ja hinreißend. Das finde ich so süß. Du bist Hundefreund, obwohl deine Eltern ja eine Metzgerei haben. Ja. Wie sagen denn die Bewohner dort? Die sagen irgendwas, wie sagen die? Jamaika. So ungefähr. Jamaika? Ja. Du hast doch deinen Die sprechen so eine ganz komische Sprache, du verstehst nur die Hälfte. Jamaika. Neulich auf Jamaika traf ich einen jungen Mann. Er sprach nicht meine Sprache, doch er sprach mich freundlich an. Mit einem Joint in der Fresse und einem Wischmopp im Gesicht. Das sah echt scheiße aus, doch das sagte ich ihm nicht. Und später im Hotel, da traf ich ihn im Lift. Er purzte zur Musik und ich war sofort bekifft. Er war 2,10 Meter an seiner breitesten Stelle. Er machte ein Bäuerchen und ich empfahl die stille Quelle. Auf die Schnelle dachte ich, bloß raus aus der Enge. Er war ein Angeber und er verwies auf sein Gehänge jede Menge solcher Dinge. Und ich dachte mir von wegen, doch was ich später sehen musste, machte mich verlegen. Denn 2 Stunden später, dann traf ich ihn am Strand. Er hatte nicht gelogen und er schleifte etwas durch den Sand. Gespannt schauten alle hinterher und als er sich verhedderte, wetterte er. Es war Sommer. Und er war sauer. Obwohl es sauber war, warum denn sauer sein? Habt ihr da Millionen verbraten? Nee, das sieht nur so aus. Wir waren da mit einem, damit die Kosten nicht explodieren, waren wir mit einem Guerilla-Team da. Das heißt quasi ein Kameramann, ein Regisseur, Mirko und ich, wir haben alles selber gemacht. Maske, Zöpfchen gedreht, gepudert. Ich kann mir ein bisschen tuntig. Das Lied handelt über, soll eigentlich diese Klischees bedienen, die wir von den jamaikanischen Reggae-Künstlern haben. Ja. Und das Lustige war, das sind gar keine Klischees. Das stimmt alles so. Da wurde er ausgezeichnet, ich auch. Und dann habe ich da ein bisschen was gedreht für meine Sendung bei Viva TV. Und damit war Freitag um 20 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann bin ich so rein, habe angeklopft, habe gedacht, das wäre kein Problem, ein Interview mit Peter Maffay zu machen. Habe gesagt, hey, hallöchen, hier ist Peter Maffay. Und er so, mach die Kamera aus. Und dann habe ich erstmal Kamera aus. Dann nimmt er mich also ganz fest am Arm und sagt, setz dich hin. Und die Kamera war aus. Und dann sagt er zu mir, wenn du was willst, sag's. Ja? Und ich sage, nee, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Späßchen machen. Und dann sagt er, ich stehe nicht auf Klamauk. Jetzt kommt's ja erst noch. Und es kursiert ja so das Gerücht, dass da immer so ein Messer im Stiefel haben sollen. Da habe ich auch dann direkt ein bisschen auf Kleinlaut gemacht. Ja, und dann dachte ich, ich bin auch schon wieder weg und so. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und habe mich draußen vor die Tür gestellt und habe noch für die Kamera so eine Abmoderation gemacht. So nach dem Motto, es wird, liebe Zuschauer, das Interview mit Peter Maffay wird es nie geben. Und dann hat er wohl in der Garderobe gehört, dass ich draußen noch seinen Namen erwähnte. Ja. Und auf einmal, es machte Peng und da ging die Tür auf. Also die Tür knallte auf und er stand da so und er sagte, hast du ein Problem? Und da haben die gesagt, nee, ich habe kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass das Interview mit dabei nicht stattfindet. Da hat er gesagt, da hast du recht. Mit der Zeit wissen das natürlich jetzt immer mehr, aber es war eigentlich so, ich sag mal noch bis zu der Sache mit Gilda Horn, doch mehr oder weniger nur so eine Insider-Sache, was du alles machst, ne? Die den Song mit der Maus gemacht. Und Bertie Vogts, gut, das hast du auch selber gesungen, aber du bist doch einer, der im Hintergrund richtig dick im Geschäft ist. Nee. Nicht zu bescheiden. Nee, das ist alles so, das ist so Zufall. Das sieht immer so aus, aber ich laufe so durch die Gegend und dann fällt wieder so ein halbes Pfund Kreativität auf mich runter und das passt dann zufälligerweise immer. Jetzt hast du das geschrieben, das Lied unter dem Pseudonym Alf Igel. Ja. Ja. Und Alf Igel klingt natürlich für jemand wie ich, der den deutschen Schlager liebt und verehrt, wie Ralf Siegel. War das bewusst eine Nähe, die du gesucht hast? Ja, nee, das war so, ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Nein, also ich habe das Pseudonym gemeldet, wir wollten das halt erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von einer Zeitung. Und ich habe das eigentlich deswegen gewählt, weil ich selber im Besitze von vielen Ralf-Siegel-Produkten bin, also alte Schallplatten, sei es Chinggis Khan oder ein bisschen Frieden, das sind alles Titel, mit denen ich groß geworden bin, die ich auf der Gitarre gespielt habe. Das ist eigentlich als Hommage gedacht. Was ich ja noch unbedingt zu dem Thema sagen muss, das hat ja mittlerweile auch schon dieses Lied, was ich so mir nicht, hier nicht so fast in der Badewanne geschrieben habe, hat jetzt schon Einzug ins Bildungswesen gefunden. Ich habe nämlich, ich habe was mitgebracht, das habe ich geschickt bekommen, das ist bei Viva angekommen letzte Woche und zwar eine Klassenarbeit der Klasse 6D der Martin-Niemöller-Gesamtschule. Schönen Gruß, falls Sie hier zugucken.
von dem Studienrat persönlich. Und hier ist der Text des Liedes abgedruckt. Gildo hat euch lieb. Und dann gibt es da Aufgaben zu. Also Aufgabe 1 zum Beispiel. Welche Hilfe bietet Gildo an? Ja? Ja, Moment, komm besser. Also jetzt bei der dritten Frage hätte ich schon versagt. Ja, zum Beispiel, welche Pronomen sind besonders auffällig und warum? Ja? Ich hätte mit Sicherheit eine glatte 6 geschrieben. Und jetzt wäre auch spannend hier. Fünftens, für was stehen Nussecken und Himbeereis? Ich meine, ich bin ja der Autor, ich muss ja eigentlich wissen. Und ich kann nur sagen, das steht für Nussecken und Himbeereis. Ja? Aufgabe Nummer 7. Ja? Verbirgt sich in Zeile 12 eine verschlüsselte Botschaft? Wie heißt denn Zeile 12? Ich will mal gerade Zeile 12 vorlesen. Piep, 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 ich hab dich lieb. Ja. Ich hätte wahrscheinlich versagt bei der Klassenarbeit, aber ich finde es schön, dass sich die Lehrer Gedanken darüber machen. Ja, spiel uns doch ein kleines Ständchen zum Abschied. Ich kann dir mal was vorspielen, zum Beispiel ein Lied, mit dem ich das Herz meiner Freundin gewonnen habe. Ja? Ist in der Sie-Form geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch. Ja. Und du musst jetzt vorstellen, du musst jetzt mal meine Freundin darstellen. Können Sie sich, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Du rasierst ja auch die Beine, oder? Ja, natürlich. Okay, es ist ein alter deutscher Schlager von Peter Kreuter. Ja? Ja. Und tun Sie mir einen Gefallen, bitte, auch wenn jetzt bei Ihnen in den Händen zuckt, klatschen Sie nicht mit, Sie können die ganze Romantik vernichten. Ja? Ich fange einfach mal an. Ja? Ja, ich bin deine Freundin. Ja, ja, genau. Also noch nicht, du wirst sie danach erst. Ja, verstehe. Ja. Aber ich bin schon begeistert. Okay. Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergessen sein. Doch möchte ich beim Abschied nicht versäumen, zu sagen, ich lieb Sie nur allein. Dankeschön, jetzt wird's. Ja. Und ich hatte einen Anruf bekommen, ob ich nicht Torwand schießen will, und zwar mit Mr. President. Da habe ich, seitdem ich ich diese Bilder im Playboy gesehen habe, habe ich gesagt, natürlich komme ich direkt hin. Ja. Jetzt, da ging es darum, dass 3000 Quadratmeter Rasen an irgendeinen Kindergarten verschenkt werden. Jetzt komme ich da hin, jetzt hatte ich mich verhört. Dann war das gar nicht Mr. President, da war das der Ministerpräsident. Ist wirklich wahr. Mittwochs 14 bis 16 Uhr 1 live. Da machst du Radio? Ja, das ist eine Radiosendung, die ich mache einmal die Woche, ja. Ja. Und da rufst du so teilweise mit verstellter Stimme Leute an, ne? Rufe ich Leute an und nehme die so ein bisschen auf den Arm. Also zum Beispiel rufe ich beim FC Bayern Fanshop an und will mir die Pavian-Perücke von Paul Breitner bestellen und so. die natürlich nicht haben, ja, logischerweise. Nee, die oder? Trägt er ja. Hast du irgendwie so eine Lieblingsstimme, die man vormachen kann? So. Ja. Oder verstellst du dich gar nicht groß? Ja, ich verstell mich ein bisschen. Ich mache die Stimme ein bisschen tiefer, wie halt so ein Professor, wie man sich so einen Professor Hase vorstellt. Und meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die, habe ich in der Apotheke angerufen und habe gesagt, dass meine Frau da, ich spreche immer ein bisschen tief, so, meine Frau hat bei Ihnen Zäpfchen gekauft und jetzt habe ich die eingeführt und das brennt vielleicht. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Logischerweise fragt die dann, um welche Zäpfchen es sich handelt. Ja. Dann sage ich auch, Moment, ich gucke mal gerade auf der Packung, dann ist ja, sagt die Zäpfchen heißen Vic Blau. Und ja. Und dann geht die Geschichte natürlich weiter. Die wollen natürlich erstmal helfen, weil die sich nicht vorstellen können, dass ein Professor so blöd ist eigentlich. Ja. Und dann geht das nachher so weiter, dass ich sage, ich hätte die Zäpfchen wahrscheinlich mit denen verwechselt und ich musste immer so aufstoßen, weil ich wahrscheinlich die Zäpfchen gegessen hätte und so. Und dann sagt sie, ja, aber Sie wissen ja auch nicht, wie die Zäpfchen heißen. Dann sage ich, doch, Vic Blau. Und dann sagt sie, also in dieser, was da auf der Plattform ist, dann sagt sie ganz trocken, nein, Vic Blau haben Sie sich in den After gesteckt. Am Montag geht's los, Stefan. Yes. Und ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen und ich glaube, das wird ein Erfolg werden für dich. Ich hoffe es. Weil es ist wirklich sehr, sehr lustig. Es geht, man vermutet es kaum, beim Titel TV Total ums Fernsehen. Ja, richtig. Ja? Und zwar, du bist cleverer als ich und zwar ihr zeigt Ausschnitte, du zeigst Ausschnitte, die zum Teil schon aus Versehen lustig geworden sind. Ja. Und aber auch Ausschnitte, die sagen wir jetzt, eigentlich Leute mit unserem Humor, lustig sind. Ja, aber die natürlich doch lustig sind, wenn man sie sich mal genauer anschaut. Und wir machen natürlich nur das. Ich mache natürlich auch Sachen, die ich früher schon gemacht habe. Also ich werde natürlich auch zu TV Total gehört natürlich auch, dass ich eine Reportage mache. Das läuft dann unter dem Titel Raab in Gefahr und das ist teilweise wirklich gefährlich. Das heißt, was machst du da? Ich gehe auf Veranstaltungen und schaue mich da einfach mal so ein bisschen um. Also man meint, das sei nur ein ironischer Titel, Raab in Gefahr, aber was ich erlebt habe
selber auf so einer Pudelausstellung. Die wissen halt vorher nichts. Wie sieht es aus? Ich meine, wenn du Ausschnitte aus anderen Sendungen zeigst, da kann es ja nicht ausbleiben, dass du den einen oder anderen zwar liebevollen, aber doch Scherz über Kollegen machst. Ja, ja, aber wer mich kennt, der weiß, ich habe echt ein warmes Herz. Es ist lieb gemeint. Ein warmes Herz, da spricht ja die Metzgerei. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte gerne ein warmes Herz. Ja. Nee, das muss ich sagen. Du hast auch eine eigene Produktionsfirma und die hat den tollen Titel Metzgerab TV. Metzgerei Rab TV Produktion. Metzgerei Rab TV, ja. Das finde ich wirklich sehr gut, weil die meisten verkünsteln sich irgendwie mit englischen Titeln und so weiter. Ja, das Metzgerei Rab TV. Ist mir so eingefallen, weil du bist die ja Leute wissen, meine Eltern hatten eine Metzgerei und die haben sich jetzt zur Ruhe gesetzt und jeder weiß, was eine neue Leuchtreklame kostet. Da habe ich gedacht, nennen wir es einfach Metzgerei Rab TV. Ist passend. Und du bist wir hatten auch noch Tüten und so und weiß nicht, wozu man die mal gebrauchen kann. Ne? Ich selber habe ja eine Metzgerlehre gemacht. Also ich bin Metzgergeselle, ich habe mit sehr gut abgeschlossen. Damals gab es ein bisschen Probleme, als wir den Namen dann bei der Industrie- und Handelskammer anmelden wollten. Da sagten die, eine Fernsehproduktionsfirma kann nicht Metzgerei Raab heißen. Jetzt habe ich gedacht, ja, die kann vielleicht nicht Metzgerei Raab heißen, weil die keine Würste produziert, aber das ist gar nicht der Grund. Der Grund war, die Firma darf nicht Metzgerei Raab TV-Produktion heißen, offiziell zumindest nicht, weil keiner der Gesellschafter einen Metzgermeisterbrief hat. Das hat aber seine Ordnung. Ja, das ist in Deutschland wohl so. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt habe ich im nächsten halben Jahr natürlich nicht viel Zeit, weil ich natürlich den Meisterbrief nachmachen muss. Ja. Eine Show, die so unglaublich erfolgreich ist, da würde ich doch als Senderchef sagen, Junge, mach doch diese Show, mach sie doch täglich. Warum denn? Ja, weil einmal in der Woche, das ist ja sozusagen mit solchen Fans und solchen Zuschauerzahlen und ProSieben hätte sozusagen die Möglichkeit, jeden Tag da eine wirklich spannende, tolle, junge Show zu machen. Erstens will ich nicht jeden Tag arbeiten. Ja, aber du hast dich doch... Das tust du ja sowieso. Ja. Warte mal, rechts oder drüber? Rechts über links. Ja. Aber rechts über links. Rechts über links. Aber du hast dich doch vor dem Urlaub verabschiedet und hast gesagt, ab 27. September täglich. Ja? Hast du doch gesagt. Ja. War das ein Scherz? Das war ein Scherz. Aha. Ja, und das hat super eingeschlagen, weil am nächsten Tag die ganzen Journalisten angerufen haben und haben gesagt, ach, wir machen eine tägliche Sendung. Ja. Und dann haben wir gesagt, nein, natürlich, das war ein Scherz. Wir machen eine lustige Sendung. 90% von dem, was wir erzählen, ist völliger Quatsch. Und dann sagt die, ja, wir haben aber genauer nachrecherchiert. Und wenn sie so vehement dementieren, dann muss da schon was dran sein. Ist ja meistens. Ja, ich habe auch das schon viele Zeitungen gelesen. Das war rechts über links, gelesen, Entschuldigung, ich habe es jetzt gesagt. Ja, rechts über links. Ja. Und das heißt, das ist nicht geplant, aber ich meine, ProSieben müsste doch eigentlich drauf bestehen, zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja, jeden Tag, was weiß ich, Viertel nach elf oder so, Montag bis Freitag, Comedy-Show auf ProSieben. Ab wann? Was ProSieben sagt, wen interessiert denn das? Das macht Sinn. Wow. Das ist ein Standing. Hast du den neuen Chef schon kennengelernt? Bitte? Hast du den neuen Chef schon kennengelernt? Nee, ich habe den neuen Chef noch nicht kennengelernt, aber ich hatte den alten auch noch vorher nicht kennengelernt. Täglich seine erfolgreiche Show machen wird. Auch nominiert, muss ich sagen, für den Deutschen Fernsehpreis. Ja, du auch. Ja, aber in unterschiedlichen Kategorien. Ja, das wundert mich auch. Du bist nominiert in der Kategorie Beste Unterhaltungssendung. Ja, und du bist in der Beste Show. Beste Show. Wer ist bei dir noch nominiert? Zimmerfrei und Wochenshow. Zimmerfrei und die Wochenshow. Harte Konkurrenz. Wir sitzen schon seit 3 Stunden hier und proben das. Ja? Wer ist dein Favorit? In welcher Kategorie jetzt? In deiner. Ach so. In deiner. In deiner. Ja, ich möchte nichts vorwegnehmen. Ja. Ich darf Sie bitten, rutsch einen Platz weiter. Horst, geh bitte nach draußen. Harald. Ja. Was ich noch sagen wollte. Ja. Da sitzt keiner. Wir haben auch eine Rubrik Blitz hilft. Blitz hilft? Ja. Wem? Ja, also das kommt dann also drauf Notfälle an. Oder? Notfällen, genau. Ja. Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Ja. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Knast gestochen ist. Danke euch. Tschüss.